glaube, dass das ein wichtiges Thema ist, das die Grüne Fraktion da auf die Agenda bringt. Deshalb, weil mein Eindruck ist, dass gerade Künstlerinnen und Künstler häufig sehr gut ausgebildete, überdurchschnittlich oft hochschulausgebildete Menschen sind, die trotzdem Herausforderungen in wirtschaftlicher Art haben wie kaum eine andere Berufsgruppe. Das kommt daher, dass Künstlerinnen und Künstler wie Solo-Selbstständige unterwegs sind. Das heißt, aus ihren Honoraren eben nicht nur das Einkommen beziehen, sondern auch Sozialleistungen zu bestreiten haben, Rentenvorsorge zu bestreiten haben und vieles andere mehr. Und umso wichtiger ist es, dass wir einerseits vernünftige Arbeitsbedingungen schaffen, zum anderen Mindesthonorare bezahlen, sodass da keine Ausbeutung stattfindet, denn die Künstlerinnen und Künstler sind ja eine ganz wichtige Triebfeder für unsere Gesellschaft, für unsere Demokratie. Und ich glaube, es ist auch Aufgabe des Staates, darauf zu schauen, dass wir im Bereich der sozialen Sicherungssysteme, Stichwort Künstlersozialkasse, da Hürden abbauen, damit am Ende des Tages nicht nur die wirtschaftliche Arbeit als Künstlerin, als Künstler im Alltag möglich ist, sondern auch die Vorsorge und die Absicherung für den Krankheitsfall und für den Ruhestand.